Schule im Gespräch. Herzlich willkommen zur heutigen Folge, Folge 202. Und ich spreche mit Erik Schäfer über ein ganz besonderes Projekt. Schön, dass Sie da sind, Herr Schäfer. Herr Schäfer, bevor wir ins Thema einsteigen und Ihre Organisation vorstellen, bitte stellen Sie sich doch kurz selbst vor. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Erik Schäfer, ich bin Lehramtsstudent aus der Universität Landau. Ja, und seit Februar diesen Jahres oder letzten Jahres mittlerweile hat sich mein Leben sehr verändert. Ich bin in die Ukraine gefahren, um dort Menschen zu helfen. Und im Zuge dessen haben wir den Verein gegründet. Wir werden gleich über den Verein sprechen, über das, was Sie in den vergangenen Monaten getan haben, aber doch erstmal zu Ihnen. Also Sie hatten ja, oder der, ich sag mal so, der Krieg, Ukraine, Russland hat Sie wahrscheinlich genauso überrascht wie uns alle. Sie waren ein ganz normaler Lehramtsstudent. Welche Schule hat, welche Fächer, also wie begann alles? Genau, ich habe Lehramt studiert an der Universität Landau in den Fächern Mathematik und Sport, war dort im Master und parallel habe ich eben schon an Schulen gearbeitet mit PES-Verträgen und war auch im Februar an der Schule in Kandel angestellt. Ja. So, und dann, ja, hat Russland die Ukraine überfallen und dann hat sich für Sie auch beruflich einiges geändert. Das stimmt. Wir saßen auch im Februar zusammen. Ich kann mich noch genau daran erinnern, mit Freunden in der Studenten-WG und haben eben verfolgt, was in der Ukraine passiert. Und es waren Winterferien zu der Zeit, also ich hatte frei. Und ja, wir haben überlegt, wie man helfen kann und was wir denn tun können. Und waren natürlich auch mit der Situation überfordert, wussten gerade erstmal, wie man damit umgeht oder darauf reagieren kann. Ich bin dann mit meinem Campervan an die polnisch-ukrainische Grenze gefahren und habe allen meinen Freunden über Social Media geschrieben, dass ich jetzt an die ukrainische Grenze fahre, um dort Menschen zu helfen. Und wenn sie das unterstützen wollen, können sie spenden. Und so hat es initial angefangen. Gut, aber da gehört ja einiges dazu, also einfach zur Grenze zu fahren. Aber wie war das dann? Das konnte ja nicht groß vorbereitet sein. Sie standen dann mit Ihrem Van, mit Hund, glaube ich, an der Grenze. Ja, und dann, wie kann man da konkret helfen? Da war doch wahrscheinlich ja ganz viel Panik oder ganz viele Menschen, die selbst nicht wussten, wie es für sie weitergeht. Das war tatsächlich eine sehr komplexe Situation, weil keiner wusste so wirklich, wie man am besten mit der Situation umgehen kann. Und als ich in Polen angekommen bin, an der ukrainischen Grenze in Przemyśl, das sind ungefähr 5, 6 Kilometer hinter dem Grenzübergang, standen die ersten Freiwilligen schon auf einem großen Parkplatz und haben dort Hilfszelte aufgebaut. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie beim THW. Da haben dann Leute Zelte aufgestellt, Decken und verschiedene Hilfsgüter organisiert und verteilt. Und ich bin dann mit den Menschen vor Ort ins Gespräch gekommen, habe dann mit angepackt und habe geholfen, da die Ersthelferstation mit aufzubauen. Genau, das war so der Anfang. Das sind quasi die Menschen, die geflohen sind von der Grenze mit Reisebussen zu dieser Ersthelferstation gekommen. Und wir haben die dann eben unterstützt, dass die Unterkunft und Transport bekommen. Und das war am Anfang noch ganz, ganz chaotisch. Das war auch nicht staatlich organisiert, sondern das waren wirklich alles Freiwillige, die aus den umliegenden Orten und Städten gekommen sind, um dort zu helfen. Und das ist unfassbar. Wir reden vom 26. Februar. Ich habe da Vorher-Nachher-Bilder, was da innerhalb von einem Tag ist da eine Stadt entstanden aus reiner Initiative. Und das war unglaublich. Ich habe noch ein Bild in Erinnerung. Da kam ein Reisebus von der Grenze an mit Flüchtlingen. Und da standen Menschen, die Schilder hochgehalten haben. Und als erstes hätte man gedacht, das sind irgendwie Flüchtlinge, die irgendwo hinwollen. Das Gegenteil war der Fall. Das waren Freiwillige, die quasi angeboten haben, hier, wir bringen euch nach Dortmund, nach Berlin, wo auch immer. Und es waren quasi mehr Freiwillige da, als Flüchtlinge angekommen sind. Und das war so ein Bild, das hat mich schon am Anfang sehr berührt. Also da haben ganz viele Menschen sofort für sich entschieden, ich möchte jetzt helfen, genauso wie Sie. Und dann ging es für Sie ja auch weiter. Also das ist ja jetzt schon eine ganze Zeit lang her.
Wie ging denn Ihr Weg des Helfens weiter? Genau, ich bin dann am 1. März in die Ukraine selbst hineingefahren und über Social Media, Instagram und Facebook haben wir dann ja, eben verschiedene Kontakte hergestellt zu Menschen, die gerade auf der Flucht sind und haben uns dann mit denen abgesprochen, wo wir die einsammeln können und ja, eben über die Grenze fahren können. Und so hat es angefangen, dass wir Menschen aus dem Land rausgebracht haben. Und dadurch sind ganz viele Kontakte entstanden und ein Netzwerk aus Helfern. Und das Netzwerk hat sich dann immer weiter ausgeweitet und auch die Hilfe, die von daheim kam, von den Freunden, Familie und dem Umfeld, ja, hat sich ausgeweitet. Und ja, das haben wir dann super nutzen können, um Menschen zu helfen, Menschen aus dem Land zu bringen und eben Hilfsgüter in die Ukraine reinzukriegen. Und ja, das letzte halbe Jahr sah dann für mich auch so aus, dass ich hauptsächlich Hilfstransporte in die Ukraine reingefahren habe und Menschen geholfen habe, aus dem Land rauszukommen. Wie sieht es mit dem Gefahrenaspekt aus? Ja? Sie fahren in ein Kriegsgebiet. Sind Sie dann häufig in eine Situation gekommen, wo Sie dann selbst dachten, das hier ist für mich jetzt sehr gefährlich, weil ich weiß, dass Sie ja nicht unbedingt dahin fahren, wo ja, Hilfsorganisationen sowieso hinkommen, sondern Sie suchen sich ja bewusst Regionen aus, wo halt die Hilfe ja, schwieriger hinkommen kann. Ja, das stimmt. Das lässt sich im Vorhinein nicht immer planen und ist auch nicht immer ja, konkret abzusehen, wie groß die Gefahren sind an den Stellen. Wir versuchen natürlich Informationen von allen Wegen einzuholen, aber es gab schon Situationen, die sehr gefährlich waren. Also wir hatten Raketenangriffe, die eine halbe Stunde hinter uns Brücken gesprengt haben. Und waren auch eine Nacht in Kiew eingeschlossen, weil wir durch die Gefechte nicht mehr raus konnten aus der Stadt. In der konkreten Situation war es eher eine angespannte Lage. Also man hat da nicht wirklich das Angstgefühl gehabt. Aber hinterher wird einem schon bewusst, dass die Situation sehr gefährlich war. Ja, und von dem Einzelengagement ist es dann zu einer Organisation gekommen mit vielen Beteiligten. Helfen Sie jetzt weiter. Was ist oder was steckt denn hinter Hope, hinter der Organisation, die Sie mitgestalten? Genau, die Idee ist, dass wir eben dieses Netzwerk aus Helfern und Leuten vor Ort in der Ukraine, die wir kennengelernt haben, die auch dort helfen und die Leute hier ja, daheim zusammenbringen und eben diese Hilfsbereitschaft, Hilfsgüter und so effektiv in die Ukraine bekommen und dort eben an Orte bringen, wo sie dringend gebraucht werden. So haben wir jetzt vor kurzem vier große Generatoren, von Oslo nach Kiew gebracht und bringen die dann jetzt an die grenznahen Gebiete, um ja, Menschen dort mit Strom zu versorgen. Und das sind zum Beispiel vier riesige Generatoren, von denen jeder über 2 Tonnen schwer ist. Und die Dimensionen, die waren auch unvorstellbar, auch für mich. Ich hatte da natürlich auch nie eine Vorstellung davon, welche Ausmaße das annimmt. Und ich bin da immer noch sehr nachhaltig beeindruckt von dem Engagement von den Leuten. Ja, beeindruckt bin ich auch, wenn man die Zahlen des Projektes mal vor sich hat. 14 LKW-Ladungen, 67 evakuierte Menschen, Warenwert von circa einer halben Million haben sie transportiert. Wie kann man in so kurzer Zeit so viele Menschen mobilisieren, die dann so spendenbereit sind und dieses Projekt unterstützen? Das ist ja eine wahnsinnig kurze Zeit für dieses riesige Projekt. Absolut. Ja, absolut. Ich muss sagen, eine ganz, ganz große Rolle dabei haben soziale Medien gespielt. Also einfach diese Propaganda über die sozialen Medien, durch die Leute quasi den be direkten Bezug auch zu dem haben, was wir machen, quasi eins zu eins sehen, was gerade passiert und wie die Hilfe organisiert wird und ankommt. Und darüber sind ganz, ganz viele Aktionen entstanden, wo Menschen auf uns aufmerksam geworden sind und auf uns zugekommen sind. Also ich hatte es auch in München, dass wir zusammen mit verschiedenen Boulderhallen haben wir Spendenaktionen ins Leben gerufen. Ich stand in der Boulderhalle und wurde angesprochen,
ja, ob man also helfen kann und wo man denn am besten Hilfsgüter hinbringt. Und dann hat sich im Nachhinein herausgestellt, das war eine Doktorin aus München und die haben einen ganzen Sattelzug voll Medikamente und Hilfsgüter, die die in die Ukraine bringen möchten, aber keinen Kontakt hatten, wie das am effizientesten funktioniert und sichergestellt wird, dass das möglich ist. Und so sind da Kontakte zusammengekommen. Das kann man sich manchmal gar nicht vorstellen. Wahnsinn, also wir werden natürlich auf Ihre Präsenz hinweisen. Sie sehen hier permanent die Informationen laufen. Sie können das als Privatpersonen unterstützen, aber uns schauen ja auch viele Lehrerinnen und Lehrer an. Und Sie kooperieren ja auch im Besonderen mit Schulen in Rheinland-Pfalz. Wie kann ich mir das konkret vorstellen? Also wir haben mit Schulen verschiedene Aktionen zusammen ins Leben gerufen, von Spendenläufen über Kuchenverkäufe, Aktionen, die die Schulen ja, von sich aus ins Leben rufen, mit dem Engagement vor allem von Schülern, die über Social Media von uns mitbekommen haben. Und wir versuchen dann die Schulen insoweit zu unterstützen, dass wir zum Beispiel Firmen suchen, die Spendenläufe mitfinanzieren. Ja, die da den Support machen und genau. Also wenn ich jetzt Lehrer an der Schule bin oder vielleicht SV an der Schule, also in irgendeiner Weise in der Schule organisiert bin, wie mache ich das ganz konkret, um Ihr Projekt unterstützen zu können? Also am effektivsten ist es aus meiner Erfahrung heraus, wenn die Initiative von den Schülern auskommt und die sagen, okay, wir wollen eine Aktion machen, um zu helfen, konkret mit den Lehrern, Vertrauenslehrern mit der SV zusammensetzen. Welche Aktionen gibt es denn vielleicht schon an der Schule? Welche Aktionen kann man denn ins Leben rufen? Was funktioniert für uns gut? Kontakt mit uns aufnehmen, Rücksprache halten und dann können wir da auf jeden Fall was machen. Dann hoffe ich, dass viele Lehrerinnen und Lehrer diese Informationen hier an ihre Schülerinnen und Schüler weitergeben. Kommen wir zu Ihnen. Also wir zeichnen die Folge jetzt ein Stück weit vor dem Sendetermin am 31.01.2023 auf. Wir hoffen alle, dass die Situation, dass der Krieg endet und sich verbessert, also die Situation verbessert. Wie geht es denn mit Ihnen, Herr Schäfer, weiter? Wollen Sie Lehrer werden oder ist die Organisation, die Sie mitgegründet haben, so groß, dass Sie eigentlich gar keine andere Möglichkeit mehr haben, als weiter, ja, Ihre Kraft da reinzustecken. Ich bin tatsächlich im Zwiespalt mit mir. Ich werde auf jeden Fall mein Studium beenden und dann werden wir sehen, was die Zukunft bringt. Für mich geht es jetzt im Februar erst nochmal in die Ukraine, um die Hilfstransporte zu organisieren und vor Ort mitzuhelfen. Und ich lasse mir diese Entscheidung und Optionen offen und mache das abhängig davon, wie mein Einsatz am effektivsten gestaltet werden kann. Herr Schäfer, sicherlich haben Sie viele Dinge erlebt, die sehr schwierig, problematisch, beängstigend waren, gefährlich waren. Aber Sie haben auch jetzt einige Dinge erlebt, wo ich glaube, dass das sehr zufriedenstellend sein kann oder schöne Erlebnisse waren. Was war denn, um das jetzt positiv zu wenden, das Schönste, was Sie aus dieser ganz schwierigen Situation für sich selbst mitgenommen haben? Gibt es da was? Es gibt einige besondere Situationen, die mir ganz besonders im Gedächtnis geblieben sind. Unter anderem bin ich auf dem Weg nach Kiew, als dort im März noch gekämpft wurde, von einer Straßenblockade angehalten worden, also vom ukrainischen Militär. Und wir sind nachts gefahren, einfach aus der Dringlichkeit raus, dass wir Medikamente dabei hatten, die schnell ins Krankenhaus mussten. Und es gibt ein Nachtfahrverbot, das gilt auch heute noch. Und wir haben Ausnahmegenehmigungen, aber es ist trotzdem ungewöhnlich, dass jemand mit ausländischen Kennzeichen nachts in die Militärkontrolle reinfährt. Und daraufhin bin ich sehr gründlich durchsucht worden mit dem Fahrzeug von einem jungen Soldaten. Und er hat dann erkannt, was wir machen, wer wir sind und dass wir helfen wollen. Und dann hat er mich mit Tränen in den Augen nachts umarmt und hat sich bedankt. Und er weiß gar nicht, was er sagen soll, wie er sich dafür dankbar zeigen kann. Und ja, als er mich umarmt hat, hat uns noch die Schutzweste und das Gewehr gestört. Also es war ja unglaublich. Und so diese Dankbarkeit, das ist das, was mir ganz, ganz nahe geht. Herr Schäfer, vielen Dank für das Gespräch. Weiterhin viel Erfolg bei dieser ganz wichtigen Arbeit.
Ja, Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, können dieses Projekt, wie Sie gerade gehört haben, unterstützen. Wenden Sie sich an die Organisation, an HOPE, an Herrn Schäfer selbst. Und ich bin überzeugt, Sie als Lehrerinnen und Lehrer an der Schule oder auch die Schülerschaft haben sicherlich Ideen, wie Sie das Projekt unterstützen können. Dabei viel Erfolg. Wir verbleiben bis zum nächsten Dienstag. Vielen Dank, Herr Schäfer, für das Gespräch. Nächsten Dienstag werde ich an dieser Stelle über Autismus sprechen. Bis dahin bleiben Sie uns gewogen. Tschüss.